Maestro, freue mich, dass Sie hier sind. Es war eine Freude, auch mich ein bisschen mit Ihrem Leben auseinanderzusetzen. Und ich weiß, dass Sie der Ansicht sind, dass die Beziehung zu einem Orchester einer Liebesbeziehung gleicht. Wie kommen Sie drauf? Deswegen bleiben die meisten Dirigenten weniger als 7 Jahre bei einem Orchester. Weil es auch wieder weggeht, ja. Die Leidenschaft. Ja. In den alten Zeiten war die Beziehung länger. Hm. Nicht? In den 70er oder 80er Jahren haben die Dirigenten, die Berühmten und weniger Berühmten, sind dann 20, 30 Jahre geblieben, einem Orchester treu geblieben. Und jetzt ist es, wenn man 2 Perioden überlebt, so 2 mal 3 Jahre, ist es schon ein, sagt man schon, der ist schon lange geblieben. Sie haben 3-Jahres-Vertrag bei den Bremern? Nee, hier ist es 5. 5, also lange 5. Strecke. Da sind Sie ja jetzt im ersten Drittel. Und in welcher Phase der Liebesbeziehung sind Sie denn? Ja, ist immer so. Am Anfang ist es leicht, weil am Anfang der Periode ist man ja bei einem Orchester nicht so viel da, weil der Terminkalender von den anderen Orchestern noch voll ist. Ja, dazu muss man wissen, wir haben es ja gerade gehört, Sie haben noch die Straßburger Philharmoniker und dann haben Sie an einem sehr, sehr weit entlegenen Ort auch ein Engagement, über das wir unbedingt noch sprechen müssen. Aber deswegen ist es am Anfang, sind es ein paar Wochen im Jahr und dann redet man über Flitterwochen. Natürlich, klar, weil man sieht sich so selten, das ist so wie in einer Beziehung. Wenn man dann wirklich nur jede 3 Monate zurück nach Hause kommen würde, ich glaube, man würde sich auch wahrscheinlich sehr freuen aufeinander, nicht? Also wenn das so eine Zeit dazwischen ist. Und später wird das zunehmen, also weil wir wollen ja unsere Zusammenarbeit mit der Bremer Philharmoniker intensivieren. Es geht jetzt auch in die Richtung Oper. Ich mache unsere erste Operninszenierung, also nicht Inszenierung, sondern Opernaufführung. Ich dirigiere ja nur. Und das ist auch im Bremer Theater jetzt im März, kommt es dann raus. Und dadurch bin ich dann zunehmend mehr in Bremen, wo ich sehr gern bin, weil für mich ist es, ich liebe das Wetter so wie es gerade heute, nee, heute war es schon zu sonnig, aber so wie es gestern war, das ist für mich ein ideales Wetter und deswegen bin ich auch sehr, sehr gern hier. Sie haben ja, danke für die Blumen. Bremer Publikum ist dankbar. Wir werden nachher ein Lied von Campino hören, was auch praktisch für Bremen und Hamburg geschrieben worden ist. Aber wir verraten noch nicht den Titel. Sie haben mit so großartigen Künstlern zusammengearbeitet. Wer wird Ihnen immer im Gedächtnis bleiben, weil er so extravagant war und weil er sich das auch leisten konnte? Da ist es ohne Zweifel Carlos Kleiber. Das ist ein, ich hatte ja ein Riesenglück. Carlos Kleiber war mit einer slowenischen Balletttänzerin verheiratet und deswegen hat er auch diese Beziehung. Er hat irgendwann bei einem Besuch, weil er war regelmäßig in Slowenien, hat dort auch ein Haus gehabt mit seiner Frau. Und er hat sich irgendwann in seiner Familie geäußert, er würde sehr gerne was für dieses Land tun. Das kam mir zu Ohren und allen Leuten, die damals für die Kultur in Slowenien in der Hauptstadt zuständig waren. Und wir haben uns gedacht, okay, wir laden ihn ein. Als Dirigent? Als Dirigent, natürlich. Mit der slowenischen Philharmonie, mit dem Orchester, das er nie dirigiert hat. Er hat früher das Rundfunksymphonie. Mhm. Nein, komm, bleiben Sie dirigiert. Bei ihm. Mhm. Aber das war jetzt. Und dann haben wir, ich glaube, wir haben es, das war 96, damals gab es ja noch keine, er hätte ja auch nie ein Mobiltelefon besessen. Ich glaube, das, auch nein, wenn es schon aber warum war der so extravagant? Also ich weiß, dass der als unglaublich feinnervig und sensibel galt, sodass er vor Aufführungen sich angeblich manchmal sich übergeben musste vor Aufregung. Wie haben Sie ihn erlebt? Naja, alleine schon die erste Probe. Das Orchester saß auf der Bühne, die waren schon bereit. Die Probe fing an um 9:30. Ich wusste von allen Kollegen, die mich vorgewarnt haben, das Orchester muss um 9 auf der Bühne sein. Weil er dann um 9 das Gefühl hatte, es ist soweit, dann geht er auf die Bühne. Und wenn das Orchester, kein Orchester da sitzt, dann hast du als künstlerischer Leiter ein ziemliches Problem. Und dann habe ich das also dafür gesorgt, das Orchester war da. Und tatsächlich waren wir ungefähr 9:10 im Vorderraum dort. Und dann dreht er sich um und sagt, wie viele Proben hast du gemacht für das Programm? Ich habe gesagt, 3. Ja, und wie war's? Ich hoffe, gut, also ich weiß nicht. Weil ich habe natürlich mit dem Orchester vor das Programm schon warm gespielt. Genau.
Und dann hat er gesagt, okay, dann mach du doch das. Und ich habe gesagt, nee, Herr Kleiber, das geht nicht. Und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, warum? Und dann konnte ich mich erinnern an die Worte, an die sehr weisen Worte von dem Inspizienten von Mailänder Scala, der ein guter Freund von mir ist. Der hat gesagt, wenn der Kleiber dann einmal so zu spinnen anfängt, dann musst du mit irgendeiner Frage reinschießen, was immer du gerade im Kopf hast. Und ich habe zu ihm gesagt, wo er gesagt hat, warum nicht, habe ich gesagt, Kaffee. Gute Idee. Dann hat er dirigiert. Haben Sie nicht auch mit Luciano Pavarotti gearbeitet? Ich nicht persönlich, ich war nur der künstlerische Leiter. Aber da hatten wir ein anderes Problem. Und zwar gab es in den ganzen Hotels in Ljubljana damals keine Suite, die groß genug war. Und dann haben wir, ein Hotel war gerade vor dem Umbau und ich habe mit dem Direktor von diesem Hotel haben wir Kontakte aufgenommen und haben wir gesagt, würde es möglich sein, dass wir würden natürlich im Voraus, dass er kommt, das war nicht jetzt von heute auf morgen, wäre es möglich, dass Sie ganz oben dann eine Riesensuite machen? Und dann habe ich gesagt, kein Problem, und dann haben sie etliche Wände runtergehauen und so und dann ist eine Riesensuite entstanden. Und, die Pavarotti-Suite. Ja, nee, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Nicht? Aber die hat es gegeben und dann haben sie das ganze Hotel renoviert. Aber das war keine leichte Woche für uns als Organisatoren. Ich stand immer ja so ein bisschen auf einer Seite als Künstler und sehr oft auf der anderen Seite als Management oder künstlerischer Leiter. Mhm. Und deswegen kannte ich so beide Seiten so ziemlich genau. Und das macht es mein jetzt, Leben manchmal selber, nicht ganz leicht. Wo Sie selber den Taktstock schwingen, hören Sie eigentlich, wenn einer von den 80 Musikern sich verspielt? Es kommt drauf an. Das ist natürlich, man kennt die Stücke, die man dirigiert oder die man interpretiert, umso mehr, je öfter man die Stücke macht. Und deswegen ist es, wenn ich jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, dass es jetzt bei einem sehr komplizierten Stück von zeitgenössischer Musik, wenn da ein zweiter Fagottist jetzt statt Cis ein C spielen würde, in einem Tonbild, was von, ich weiß nicht, wo 80 oder 90 Musiker gleichzeitig spielen und es keine erkennbare Harmonie ist, dass ich diesen Ton raushören würde, das wäre gelogen. Mhm. Aber bei den Stücken, die ich sehr oft gemacht habe, und natürlich gibt es ja auch ein paar Tricks, und zwar man kennt auch die Druckfehler. Die Druckfehler, das heißt, eine Partitur, vor allem wenn es aus Frankreich kommt, es gibt einen Verlag, die sind, also Frankreich, Italien ist gar nicht so schlimm. Man würde denken, es ist schlimm in Italien. Nein, es ist gar nicht so schlimm. Es ist, in Frankreich gibt es einen Verlag, der heißt Durand Paris und dieser Verlag ist, ja, dieser Verlag hat Briefe bekommen von unzähligen Künstlern, die dann gesagt haben, es ist unmöglich, sie bringen jetzt eine kritische Edition von einem Stück raus und da gibt es immer noch so viele Druckfehler. Das heißt, eine Note ist falsch abgedruckt, statt auf der vierten Linie von dem Pentagramm steht sie auf der zweiten Linie. Und da spielt ein Soloist, statt G spielt er dann D. Giovanni, Alfons hat eine Frage. Ja, aber darf ich dich mal was fragen? Du wirst jetzt sagen, du redest nicht so ein Schmarrn daher. Du stehst jetzt da oben. Ja. 80 Musiker, die spielen ja noch Noten. Ja. Im Idealfall. Ja. Wie ist denn der Kontakt, weil du sagst, wenn jetzt einer falsch spielt? Ja. Also du fängst jetzt an. Ja. Jetzt, sagen wir es mal, ich werde dich dirigieren. Würden die das vollkommen falsch spielen oder muss ich nur den Einsatz richtig wählen? Denn wann schaut er dich an? Und wenn du dann so machst oder so, das sind ja verschiedene Instrumente, die dann verschieden eingesetzt werden und zwar in verschiedenen Lautstärken. Holst du dir das raus, dass du sagst, da hinten die Oboe muss ein bisschen lauter kommen und der mit seiner Trommel sieht ein bisschen zurückgehen? Oder wie machst du das? Dass ich als Musiker, der in die Noten schauen muss, immer den Blickkontakt zu dir auch noch habe. Es ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil wenn man zum Beispiel eine Aufnahme von einem Konzert oder als Zuschauer, hat man ja das Gefühl, die Musiker schauen ja auf die Noten und der fuchtelt da irgendwas. Ganz genau. Das ist eh wurscht, was der macht. Weil ich denke immer, was hat denn der jetzt? Ja. So ist es, genau. Ich sehe meine Arbeit so eine Mischung aus einer Arbeit von einem Regisseur, der das Stück für ein Theater vorbereitet, also nicht vorbereitet, sondern inszeniert. Und dann ist er auch nicht auf der Bühne und sagt, jetzt gehst du links und jetzt machst du das, nicht? Sondern
Es ist ja schon inszeniert. Und das ist ja meine Vorarbeit auch. Aber wenn du jetzt fuchtelst, ja. Was heißt denn das? Entschuldigung. Was heißt denn das? Was heißt denn das für den Musiker? Sind es gewisse Leute, die du jetzt ansprichst, die dann sagen, oh, jetzt bin ich dran. Oh, jetzt hat er gemerkt, dass ich da den Einsatz verpennt habe. Oder machst du dann so da hinten? Oder? Ich glaube, man kann das vielleicht damit beantworten, dass man muss den Musikern versuchen zu helfen, zusammenzuspielen. Es ist gar nicht so einfach, dass ein Orchester, der auf der Bühne sitzt, und man stellt sich immer vor, auf der Bühne gibt es die idealen akustischen Bedingungen. Es ist ein Schmarrn, weil der manchmal, der da vorne sitzt, hört den hinten oder umgekehrt, ein Trompeter, der ganz hinten sitzt, hört ja die ersten Geigen überhaupt nicht. Oder im schlimmsten Fall auch noch ein Soloklarinettist, der in der Mitte vom Orchester sitzt, der hört den Solisten nicht. Aber hörst du jedes einzelne Instrument? Ja, ja. Hast du so ein ausgeprägtes Gehör? Ja. Sonst stimmt er nicht da. Haben Sie eigentlich diesen Taktstock? Naja, aber der ist ja sehr nah. Alfons Schubert, 30 Meter weiter hinten höre ich das anders. Als ich, kann nicht. Das ist er. Das ist ja, also um das Gefühl zu kriegen, das nötige Gefühl zu kriegen. Ja. Nee, andersrum. Andersrum, nicht? Ja. Super. Ja, aber gibt es da gewisse Bewegungen? Warum du das so machst oder so machst? Oder hat jeder Dirigent eine eigene Sprache mit diesem Taktstock, wenn ich es so sage? Es gibt Dirigenten, die keinen Taktstock benutzen. Es ist bei mir auch so, wenn ich den vergesse, dann benutze ich keinen Taktstock. Und wenn ich den vergessen habe, auf die Reise mitzunehmen, dann halt, mache ich halt die ganze Reise ohne Taktstock. Könnten Sie auch eine Zahnbürste nehmen stattdessen? Ist egal eigentlich. Nein. Es geht um die Bewegung. Nein, Zahnbürste nicht. Es gibt Kollegen, die mit Zahnstocher dirigieren. Ach. Ist nicht wahr. Ja, und, aber Sie haben mal gesagt, also Sie brauchen zwar nicht unbedingt den Taktstock, aber wer erfällt Ihnen aus der Hand? Vor dem Konzert. Es ist ganz schlimm. Ich bin, glaube ich, ein bisschen abergläubisch, weil es gibt zwei Sachen, die nicht geschehen sollen. Ein Manschettknopf, wenn ich nervös bin, wenn der dann von hier auf den Boden fällt, das ist schlimm. Wenn aber der Taktstock runter vom Tisch rollt oder irgendwas, was ich vorne mache, oder vom Klavier, in manchen Zimmern hat man ja auch ein Klavier, dann stelle ich den immer oben drauf und wenn er da runterfällt, da... Böses um. Ich hab kein Gegenmittel und deswegen gehe ich dann furchtbar nervös auf die Bühne, noch nervöser als sonst. Und versucht dann halt das Beste draus zu machen. Aber es waren schon Konzerte, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, ja, siehst, es ist genau deswegen, es ist passiert. Kannst du, wenn ich noch mal fragen darf, kannst du, also ein Trainer, wenn am Fußballrand steht und fuchtelt da rum, das interessiert ja da drin gar keinen, das kriegt ja gar nicht mit, was der reinschreit. Aber gibt es Dirigenten, vor denen man Angst hat? Ist das beim FC Bayern so? Nein, das ist nicht so. Das würde einiges erklären gerade. Also, weil ich gucke ja 35 Uhr für den FC Bayern, gell? Ja, wenn sie ein paar Mal verlieren, hast du aber auch schon. Darauf kommen wir noch, Herr Schubert. Nein, aber mich würde interessieren, hat man Angst vor gewissen Dirigenten, dass die Musiker sagen, den haben wir jetzt noch braucht? Ich glaube, das war mehr, es ist eine Sache von der Vergangenheit. Man hat, glaube ich, Respekt. Man hat Respekt von jemandem, der dann eine Note, genau diese Note raushört. Das war eine falsche Note und man ist dankbar als Orchestermusiker. Doch, es gibt auch Musiker, die Angst haben, kommen Sie. Ja, natürlich. Aber es geht ja eher so, ich würde sagen, seit Claudio Abbado, der war ja ein erster wirklich demokratischer Dirigent. Ja. Was bist jetzt du? Kommt drauf an, wie viel ich geschlafen habe. Ja, aber mögen Sie deine Musiker? Oder müsste dich nicht mögen? Das müsste man die Musiker fragen, weil es ist, ich meine, das ist immer... in dem Beruf ist es halt so, dass einer spricht und die anderen spielen. Und das ist ein sehr undemokratischer Beruf. Mhm. Die Musiker sagen mir ja im Prinzip nichts zurück, außer es ist jetzt irgendwas total Schräges geschehen, wo die dann sagen, also den wollen wir jetzt aber nicht mehr sehen. Und dann organisieren sie sich und dann bin ich weg. Aber im Prinzip bei der Probenarbeit ist es ja nur einer, der redet und die anderen hören zu und versuchen das zu machen, was er gerade gesagt hat. Das ist gar nicht demokratisch. Nicht? Ich hätte noch 1000 Fragen an den Maestro, aber unsere Zeit ist weg. Aber ich bin nicht traurig drum. Wissen Sie warum? Sage ich völlig ironiefrei. Ich fand, dass Alfons Schubeck ganz fantastisch moderiert hat. Ja. Vielen Dank.
Haben Sie es gut in Bremen. Und nächstes Mal, wenn Sie kommen, erzählen Sie uns von Tasmanien. Das ist eine Inselgruppe in der Nähe von Insel. Ich war noch nie dort in Australien. Da haben Sie ein Haus im Busch und trotzdem gibt es da ein Symphonieorchester. Ich meine, das schreit nach einer Wiederholung. Sehr gerne. Dankeschön. Danke.